Nico grüßt bei diesen Bayerischen Meisterschaften 2015 in Ingolstadt eigentlich bisher nie wirklich ernsthaft gefordert. Dies hier ist möglicherweise sein schwerstes Spiel. Da war die Chance für Tennis Dickhardt, den ersten Satz zu gewinnen. Aber auch im zweiten Satz alles möglich, aber nachdem die beiden Sätze weg waren. Kam dann noch ein 8-11 im dritten und jetzt nehmen die Dinge wohl ihren Lauf. War natürlich der Außenseiter in dieser Partie, hat sich aber mit Sicherheit viel vorgenommen. Keiner weiß, was gewesen wäre, wenn er den ersten Satz gewinnt. Denn wenn die Katze anfährt, der könnte dann auch den Baum hochreiten, wie wir alle wissen. So, und das macht Nico für den Kameramann. Da hat er immer einen Ball übrig, vor allem dann mit der 10-5-4, aber unglücklicherweise gewinnt die Showanlage deswegen nicht, weil der Ballonball auch noch die Tischkante berührt.